Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, jetzt sehen wir uns natürlich komischerweise bei einer Belagerung wieder. Nämlich, es gibt einen Punkt in dem Spiel, was ich nicht bedacht hatte. Und zwar, wir haben ja einmal minus 63 und einmal bis 100. Wo wir angefangen haben, war das ja alles minus 100, bei manchen schon wieder mehr und dann wieder doch weniger, hat sich immer vertan. Ich habe aber eins gemerkt, und zwar, nachdem ich neu geladen habe, wo ich ja meinte im letzten Part, er gesagt, ich mache erstmal noch die restlichen Burgen von den westlichen, weil ich dachte nicht, dass es so schnell gehen würde, dass sie sozusagen zerstörbar sind, weil die hatten ja eigentlich eh nichts mehr. Dass es irgendwie komisch ist, dass es immer noch nicht schon 100 war. Ja, ich habe jetzt eine Burg weggenommen davor. Das war die, die am nächsten war, in der Nähe von Lageta oder Rothal. Und jetzt bin ich bei der zweiten angekommen und ich dachte mir so, okay, gut, nehme ich jetzt mit, weil wir sind jetzt schon bei 81%. Also glaube ich, ist Prozent auf jeden Fall 81 von 100 Punkten. Und das ist schon die zweite Burg von denen. Das ist die, die in der Nähe von Batanien liegt. Apropos Batanien. Anscheinend haben meine ganzen Truppen, die alleine verteidigt haben, so viel von denen gefangen genommen. Ich habe das Gefühl, das sind gefühlt alle von denen. Also 50 Stück, what the fuck. Deswegen greifen die, glaube ich, auch nicht mehr an. Deswegen will er auch Tribut zahlen von 7300, damit er bloß freigelassen werden kann. Damit er wieder zurück kann und so weiter und wieder aufbauen und so weiter. Das mache ich natürlich nicht. Junge, wenn wir eh alle haben, können die eh nichts machen. Da können wir sogar deren Dinge einnehmen. Ja, das andere ist, wir haben hier, nee, nicht die. Bei denen haben wir jetzt eine Burg geklaut, die zweite klauen wir jetzt auch noch und die letzte will ich auch noch klauen, damit er gar nichts mehr hat. Bei den nördlichen, die haben gar keine Burgen mehr, das heißt, wir müssen eigentlich nur diese ganzen Adligen weiter zerstören. Genau, das dauert vielleicht ein bisschen länger. Ah, ja, aber egal, ne? Das ist halt ein bisschen Einzelarbeit, aber dann ist das so. Genau, und das, was am längsten dauert, sind natürlich die hier. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die hier platt, weil wir sind schon bei 81 von 100. Das heißt, die müssen in den nächsten zwei Burgen platt sein. Und dann machen wir Jagd auf. Oder erstmal Batanien. Würde ich sagen, weil keiner da ist. Also ich kaufe von denen auch ein paar Städte. Oder ich gehe erstmal auf Landien ein bisschen. Um die zu schwächen. Je nachdem. Also wir haben uns schon mal ein bisschen verteidigt, wie wir sehen. Das ist gut. Wir haben auch zwei gefangen genommen. Aber es waren eher seltener. Okay, also eher unwichtig. Boah, hier haben wir sogar 56. Für den ganzen Clan haben wir. Oh, lol, Ragier haben wir auch. Tessa hat die gefangen genommen. Sehr gut. Jeder macht seinen Beitrag. Das ist doch schön. Gut. Ich würde sagen, starten wir direkt hier rein. Ich habe schon ein bisschen erstellt, bevor ich hier gesagt habe, okay, fuck it, fange ich hier an zu aufzunehmen, weil ich drauf Bock hatte. Deswegen, wir bauen keine Türme. Die Mauern sind nicht so groß, also würde ich sagen, einfach rein da. Scheiß drauf. Gut. Dann haben wir das schon mal. Dann einmal sortieren. Zack, zack. Nicht zu viele. Diese Schreie. Fuck. Dann würde ich sagen, wir gehen rechts lang. Da darf ich nicht lang. Okay, gehen wir es mal hier hin. So, wir gehen auf die rechte Seite. Dann. Die gehen Mitte. Und ihr geht nach da vorne. Und dann würde ich sagen, reicht das schon. Einfach rein da. So. Plan da. Attack. Dann wir. Attack. Weil die da müssen ja eh schieben. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. Komm mal. Boah, das war gerade episch. Aber eigentlich wollte ich da runterspringen. Das wollte das Pferd anscheinend nicht. Schade. Ihr kleinen Pisser. Stark, Junge. Nicht getroffen? The fuck ist hier los? Jungs, wo wollt ihr hin? Ich wollte gerade sagen, stellt die Dinger auf, weil die KI ist ein bisschen am Pennen. Zack, schöner Headshot. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Oh, das ist jetzt schon gefährlich, weil unsere da sind. Ja, okay. Jetzt zu viel. Jungs, lass mich durch. Durchwiggeln, durchwiggeln. Wiggeln, wiggeln. Ich bin dran als nächstes. Ja, Fetzecke, lass mich durch. Gut. Boah, viele Pfeile hier drin stecken. Holy shit. Sehr gut. Ja, das ist halt keine schwere Sache, ne? Das sind halt nur kleine. Hoppala.
Zack, Junge. Weg mit dir. Zack, Junge. Oh, der hat dicke Rüstung. Oh, Headshot. Genau, perfekt abgewartet. Ja, also, Armbrust ist stark, aber ich finde, irgendwie hat man keinen Schilddurchschlag. Weil zum Beispiel bei der Javelin, man hat ja immer 100%igen Durchdringung von Schild. Also Schilder bringen gar nichts mehr. Bei Bogen kannst du wenigstens schneller schießen, ein bisschen, finde ich, als mit der Armbrust. Die Armbrust hat natürlich mehr Damage, sagt man, aber irgendwie fühlt sich das nicht noch mehr Damage an, muss ich sagen. Gar nicht. Also irgendwie ist Armbrust ein bisschen underpowered. Fühlt sich so. Vielleicht ist die Menge wichtig bei einer Armbrust, dass da eine richtige Salve fliegt, aber hm. So lala eigentlich. Gut, dann nehmen wir das so mit. Hiervon brauchen wir gar nichts. Ja. Oh, lol. Jetzt schon so früh. Ich dachte erst bei der letzten Burg. Ja gut, dann halt jetzt schon. Westliches Imperium besiegt. Die Clans des westlichen Imperiums sind zu den umliegenden Königreichen übergelaufen, da ihr Anführer die Hoffnung aufgegeben hat, das Imperium wiederherzustellen. Boah. Quest abgeschlossen. Westliches Imperium gibt es nicht mehr. Zeig mal her, warte mal. Quest. Jo, wir müssen also nur bis 100 kommen, dann ist easy peasy. Boah, warte. Königreiche. Diplomatie. Jo, die sind weg. Hä? Warte. Königreiche. Da, hier, westliches. Bla bla, westliches Imperium wurde zerstört. Garius. Garius lebt noch, genau. Entkommen? Lol, der ist jetzt zu den nördlichen rübergegangen. Okay. Also gehen die zufällig oder zu den nächst schlechtesten oder was? Keine Ahnung. Weil ich will mal sehen, wo sind die anderen hingegangen. Alle hingegangen oder was? Ja, der hat halt keine anderen Clans mehr. Er ist jetzt sozusagen sein einzelner Clan ist nur noch. Weil das Königreich hat viele Clans gehabt. Jetzt ist das Königreich weg. Jetzt sind sie jetzt sozusagen jeder Clan sein eigener Herr sozusagen. Und geht dahin, wo er will. Genau. Alles klar. Okay, gut. Ja, das gibt's jetzt nicht mehr. Gut. Easy peasy. Warum auch nicht? Ja gut, dann würde ich sagen, direkt weitermachen, wa? Oh, die belagern hier. 1300er Streitmacht. Boah, das wäre eine Schlacht wert, Junge. Holy shit. Okay, dann würde ich sagen... Erstens, wieso ist es so verkehrt herum? So muss das sein. Gut, dann mache ich hier erstmal die Burg einmal fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, so, da wären wir wieder. Gut, dann habe ich das jetzt erledigt. So, jetzt kommt die Idee. Natürlich greifen wir die Armee von Diterth an. Der hat den Krieg erklärt, das ist der Anführer. Ich glaube, da sind alle von denen drin. Also wirklich die meisten adligen Kämpfer. Wenn wir die besiegen könnten, weil wir haben eine gute Kavallerie und auch eine gute Infanterie, bin ich sehr überzeugt, dass der Krieg gegen Vlandia sogar sehr simpel sein wird, weil dann ist die größte Kraft weg. Die müssen sich sehr lange regenerieren. Die haben weniger Adlige. Das dauert einfach alles länger. Genau. Was können wir noch vorher kurz machen? Genau, wir können hier die Gefangenen noch reintun. Genau, den hier von davor noch. Weg mit dem. Und deswegen könnten wir das machen. Und wenn wir das geschafft haben auch, könnten wir theoretisch... Oh, hier ist noch ein Pinker. Den können wir auch wegmachen, da auch noch. Aber wir könnten wir danach die Burg hier einnehmen. Die ist jetzt zu pink geworden, weil die ja rübergegangen sind. Das heißt, die Pinken haben jetzt dadurch auch eine Burg. Wenn wir die einnehmen, könnten das sofort zu 100 werden. Dann sind die Pinken auch dann weg. Das ist auch nicht schlecht, ne? So ein bisschen Kettenreaktion, weil die eh wenig haben. Auch nicht schlecht. Also ich glaube, ich greife die mal an. Ich versuch's mal. Mal gucken, was passiert. Vielleicht kann ich dann einen Schlag versetzen oder nicht. Wir werden es sehen. Wenn er mein Dorf überfällt, bist du tot. Greift das Belagerungslager an, den Verteidigern zur Seite stehen. Oh. Wir greifen das Belagerungslager an, auf jeden Fall. Alter, was eine Schlacht. Holy shit. Okay, dafür speichern wir sogar neu ab. Nicht, dass wir auf die Fresse kriegen, ne? Das wollen wir ja nicht. Dann kommt nämlich ein Reload. Gut, dass es sowas gibt hier. Dass man immer mehr Taktiken ausprobieren kann, bis der Sieg da ist. Cool, wir sind sogar mit denen zusammen. Lol. Okay. Angriff. Holy shit. Können wir planen oder müssen wir nur jetzt nur aushelfen? Okay. Nee. Ich kann planen. Na, wenigstens. Aber auch nicht so viel, wa?
Ich hoffe, der andere platziert seine eigene Mannschaft, nicht meine. Aber hier ist ein fetter Berg da. Boah. Das ist scheiße, sie werden wahrscheinlich dahinter spawnen, ne? Das ist der beste Weg, ist eigentlich hier gerade rauf. Das bedeutet, Infanterie. So weit wie möglich nach vorne. Ihr auch. Und ihr auch. Gut. Mehr kann ich auch nicht planen eigentlich, das war's schon. Genau. Du noch darüber, damit es 1-1 ist. Und dann war's das eigentlich. Mehr können wir nicht machen. Leute, folgt mir. Follow me! Genau, das sind nicht meine, die anderen, die da alleine laufen. So, wir gehen darauf. Das ist halt das... Oh mein Gott, sieht das nice aus. Das ist halt das... Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Stehen bleiben. Oh Gott, die sind hier links schon, oder was? Oder sind das meine? Ich glaube, das sind Feinde. Sag mal. Sehr gut, das war ein Feind. Jawohl. Jawohl. Oh fuck, die sind von der Seite gekommen. Gute Taktik. Diese ganzen Scheißschilde hier. Weg damit. Keine Schilde. Mach die Pferde tot. Schöne Axt. Langsam, aber dick. Ich sehe gar nichts. Einfach nur eine abgeschlachte pur. Schießt, Jungs, schießt. Lass die Pfeile regnen. Jawohl. Einer. Jawohl. Oh, das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. Weg hier. Pferd, geht er weg. Alter, wie die darauf einstechen. Oh mein Gott, der Pfeilregen. Autsch, das tut langsam weh. Oh, die respawnen! Wie die respawned sind, ey, holy shit. Ja, die respawnen immer wieder, man sieht die FPS-Einbrüche. Bam, Junge, weg mit dir. Alter, das sind viel zu viele, meine FPS brechen ein. Sehr schöner Schlag. Weg mit dir. Der wurde gekillt. Jawohl. Treff nichts. Weg mit euch. Alter, man hat da fast keinen Platz. Die stehen da und stechen da nur ein die ganze Zeit. Man sieht das, ey. Oh mein Gott, der Respawn ist zu lustig, ey. Spawn Camping pur. Feines. Schön. Los, töte den Rest. Die Moral ist gebrochen. Die billigen Troops kommen nur noch. Na komm schon. Einmal muss ich doch treffen. Ja, geht doch. Oh, über seinen Kopf drüber. Oh, zu kurz. Egal, es sind eh noch die letzten. Aber wir haben auch einige verloren, aber ordentlich. So, Jungs, come on. Holt euch die letzten noch ab und das war's dann. Dann ab nach Hause. Sehr schön. Da hinten läuft noch einer, ich sehe ihn. Bam, angeritten.
Und weg ist er. Nice, Alter. Das war ein wichtiger Schlag. Alter Schwede, waren das viele. Jetzt geht's los. Erstmal alle mitnehmen. Wunderschön. Sehr, sehr, sehr schön. Nach Rang sortieren und jetzt nehmen wir alle erstmal mit. Bis zu 100 Stück. Gut. Na, was haben wir hier? Oh, eine gebundene Armbrust verfeinert. Oh, die hat alles 100. Es gibt eine bessere als eine Hickory-Armbrust. Das wusste ich nicht. Rein da. Jawoll. Lädt auch schneller nach. Boah, das wäre richtig geil. Ritterbanner. Erhöht den Sturmangriffsschaden. Eigentlich muss ich das nehmen, aber ich mache das extra nur für die Story, sonst würde ich diesen Banner schon längst wegschmeißen, ne? Ganz ehrlich. Da, du hast noch keinen. Ritterbanner ist ja mal richtig broken. Holy shit, der ist echt gut. Gut, das nehmen wir noch alles mit. Na komm. Nordischer Rundschild. Cool. Gewehre, Armbrust, sehr gut. Das ganze Essen gehört mir. Nice. Perfekt. So, da haben wir einen sehr, sehr, sehr guten Schlag versetzt. Da muss sogar das Spiel erstmal laden und speichern. Gut, dann machen wir noch einen Save dafür. Schreiben auch hin 140 Sieg. Und dann bringen wir die natürlich sehr, sehr schnell zurück zu der Burg, glaube ich, sogar hier. Genau. Die sollen schön hier da sitzen, die ich nicht einnehmen konnte. Genau da sollen die hin. Hier mache ich nicht hin, die ist viel zu weit auseinander. Böse Geld, weg mit hier. So, come on, jetzt müssen wir uns beeilen. Da wird meine Karawane gejagt, aber nicht mehr lange. Boah, wir haben echt viel eingenommen. Am meisten der Anführer, das ist immer gut. Weil er hat die meiste Macht und den höchsten Clan-Rang. Also er kann auch am meisten anwerben. Sehr schön. Oder machen wir in die Stadt rein? Stadt oder Burg? Machen wir Lageta. Da haben wir angefangen, da kommt auch DTR rein. So, rein mit euch. Zur Festung, zum Verlies, Gefangene verwalten. Oh shit. Dann müssen wir ein paar wegnehmen. Nehmen wir mal die billigsten erstmal weg. Und dann erstmal alle rein. Genau, und dann tun wir nochmal den da rein. Die noch rein und dann der Rest wird verkauft. Taverne. Verkaufen. Alles klar, sehr schön. Gut, dann. Truppen müssen sich noch erholen. Sehr viele Gefangene, Verletzte. Machen wir mal kurz so. Und dann. Lösegeld, weg damit. So. Jetzt will der auch noch gegen mich. Ey, was ist los mit euch, Jungs? Habt ihr irgendwie Langeweile oder so? Ey, jeder erklärt mir den Krieg. Jetzt fehlen noch die beiden. Denen haben wir gerade geholfen. Das wäre jetzt noch ein Backstep. Dieser Bastard, Junge. Der wird die eine Stadt angreifen. Ganz, ganz oben. Okay, wir müssen die zerstören. Auf jeden Fall, ja. Wir müssen die zerstören. Landia haben wir gerade einen ordentlichen Satz gemacht. Jawohl. 13 Leute sofort. Ja, aber bei 10. Trotzdem. 10 Leute, davon einer auch detert. Sehr schön. Sogar die wichtigsten in Galta und so. Nice, richtig gut. Tributerhalt von 8000, der will unbedingt frei werden. Wie gesagt, ich könnte das eigentlich machen. Will ich irgendwas überhaupt von ihnen haben? Ansonsten Kohle kostenlos kriegen ist auch schon nicht schlecht, wa? Warte mal, machen wir mal so. Also ich muss mich sowieso gerade erst auf die Roten und die Blauen konzentrieren. Jetzt ist natürlich dieser Bastard auch noch da. Ach man. Also muss ich so schnell wie möglich Frieden schließen. Das heißt, wir könnten grünen Frieden geben. Fürs Erste. Und wir kriegen ordentlich Kohle. Dann, was könnten wir noch machen? Wir müssten nicht mehr hier patrouillieren, sondern wir können auch da unten gehen. Ja, machen wir das jetzt erstmal. Genau, machen wir das jetzt. Das lohnt sich. Speichern.
Dann machen wir Frieden mit Britannien. Die sollen uns schön bezahlen. Gib uns das ganze Gold, du Sau. So, Tribute halt. Sehr schön. Gut, dann zahl mal ordentlich rein, mein Freund. Genau, zahl täglich, ey. Boah, das ist echt viel. Not bad. Gut, dann. Nächster Punkt. Tributzahlung gegen dich. Nein, komm, jetzt schon von 8.000 oder 9.000 auf 4.000 gesprungen, nachdem ich ihn gefangen genommen habe. Easy. Dann. Kusait ist der neue Gegner. Blandia theoretisch auch. Jetzt müssen wir nur noch das nördliche stürzen, dann ist nur noch das südliche da. Das ist schon mal dann angenehmer. Das heißt, wir gehen jetzt los direkt, genau. Beziehungsweise, nee, wir handeln erstmal. Wir brauchen schon wieder hier Essen. Es kann doch nicht angehen, dass immer kein Essen hier da ist. Einmal Fisch ordentlich, einmal Getreide ordentlich, Fleisch ordentlich, Käse, Butter, ein paar Oliven noch, ein paar Trauben noch. So, Leute, jetzt müsstest du genug haben. Perfekt. Na komm, perfekt. So, jetzt wollen wir da lang. Wollen die auch belagern gehen oder was? Ich komme. Geduld. Irgendwie sind drei Leute von denen, die machen nichts. Ah ja, ich habe ja defensiv eingestellt, ne? Hier sitzen die ganzen Pisser. Okay, vielleicht soll ich die ausgewogen stellen. Damit die auch ein bisschen Schaden machen. Ich glaube, ich mache ausgewogen. Ja, ja, machen wir mal ausgewogen. Königreich. Dann machen wir Diplomatie gegen die. Überfällen und Dings ausgewogen. Bei denen erstmal vielleicht defensiv. Also die hier. Verteidigungsmaßnahmen gegen den. Verteidigungsmaßnahmen gegen den. Und ausgewogen gegen die beiden. Genau. So. Letzte Burg einnehmen. Wer ist das da hinten? Abpist. Okay, das ist egal. So, belagert die Burg. Die nehmen wir noch mit. Ah, da sind die Wände schon höher. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall Belagerungstürme. Come on. Da wird schon wieder einer angegriffen, ey. Solange es nur die Dörfer sind, ist mir das eigentlich egal. Die Städte werden sie nicht bekommen. Sehr gut. Da wird durchgeballert. Sehr schön. So, letzten Belagerungsturm noch und dann können wir rein da. Sehr gut. So. Jetzt gehen wir rein. Arion alleine. Der guckt schon so, ja, dafür ist es zu spät. Alles klar. Perfekt. So, 120 hier, 120 da, 120 hier wieder. So, perfekt. Wir gehen, das dauert länger, ne? Dann gehen wir hier lang. Und dann die gehen mit dem Turm mit. Und die gehen mit dem hier mit. Gut, einer. Boah, boah, die Cam. So, Jungs, schiebt. Die neue Armbrust, ey. Sag mal her. Boah, Junge. Richtig nice. Boah, wie schnell. Nice. Gefällt mir. Mal gucken, wie sie sich gleich noch anfühlt beim Schießen. Und dann ist Bombe. Jawoll. Genau dazwischen, wirklich, das ist echt ein Skill langsam. Treffe ich wirklich nicht? Na, geht doch. Ein bisschen das Geräusch zum Treffen fehlt mir. Stell dich, der fällt. Boah, Junge, wie viel da regnet. Junge, das ist so krank, wenn man so viele Schützen hat. Stell dir mal vor, das wären alles nur Ranger. Man steht und der fliegt einfach nur nach Pfeilhagel, ein nach dem anderen. Weg mit allen.
Boah, Alter. Schön ausnutzen. Selbst den kleinen Schild treffe ich. Ja, come on. Boah, nice Swipe. Alter Schild. Ja, irgendjemand getroffen. Ich sterbe schon auf der Mauer von alleine. Easy. Gut, gehen wir näher ran. Oh, ihr seid schon da. Drei. Passt genau perfekt, wenn ich meine ganze Muni weggeballert habe, dann sind die da. Okay. Weg. Treffer. So, das war's. Pfeilregen, sehr schön. Oh, das ist eine Stufe 1 Mauer. Ich liebe es. Schiebt. Jawohl, Junge, das fühlt sich gut an. Oh, fuck. Ich wollte einen Command geben, aber nicht den eigentlich. Die schieben mich mit einfach rein. So, das sind die letzten. Guck mal, die stehen vor der Tür, ey. Die wollen das verteidigen. Oh Mann. Oh, schöner Shot. Ich hasse es wie immer, die perfekt blocken. Das geht so auf die Eier. Weg. Ist immer nur eine Frage der Zeit. Wir sind so viele. Die müssen nach da oben. Okay. Links rum, links rum. Ah, da laufen die schon. Nee, die kriege ich nicht mehr. Yep, die kriege ich nicht mehr. Na gut. Aber die Burg gehört uns. Gut, ein paar Gefangene noch mitnehmen, damit die ein bisschen arbeiten. So ungefähr vielleicht 50 oder so. Genau. 50 Stück. Hier gibt es nichts Besonderes. Außer ein paar Pferde. Und was, ne? Genau, noch ein bisschen Essen. Gut, dann haben wir das. Ah, die sind noch nicht gefallen. Wie viel fehlt noch? Minus 100. Das verstehe ich nicht, warum es minus 100 ist. Bei dem anderen ging es voran, bei dem nicht. Komisch. Gnade zeigen. So, dann. Dann. Hier waren noch welche in der Nähe. Das heißt, ich muss die jagen, oder was? Oder ich muss sogar den Anführer jagen. Aber ich habe den doch schon, ne? Erfolgreiche Raubzüge. Zugefügte Verluste. Gesamtstärke. Ich glaube, die Gesamtstärke muss weiter runter. Dann geht das. Boah, wie viele der hat. Holy shit. Kämpft noch gegen drei andere. Ja, easy. Na gut. Dann mache ich die auch nochmal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Gut, dann haben wir das. Jetzt könnten wir eigentlich losgehen und versuchen, vielleicht die ein bisschen einzunehmen, wie wir sehen. Haben die ein bisschen größere Streitmächte, schon am meisten der da. Kleinfische können wir, glaube ich, weglassen. Aber so die größeren auf jeden Fall sollten wir vielleicht versuchen zu erwischen. Da ist auch Garius schon wieder. Dich nehmen wir mit. Eure Hoheit, Penton hat eure Treue nicht verdient. Boah, Garius für unsere Seite kriegen, das wäre heftig, oder? Garius für unsere Sache holen, Junge, das wär's. Aber nee. Gut, machen wir den jetzt noch fertig. Das ist das Erste. So, hier gibt's sowieso nichts Gutes. Ja, zurücklassen. Dann gehen wir auf den nächsten 120er. Die kleinen Fische lassen wir ruhig da.
Boah, da kommt ein Top. Den holen wir jetzt auch gleich. The fuck, das war doppelt. So, wieder. Den nehmen wir mit. Das ist egal. Kein guter Spawn. Weiter. So, dann. Hier ist noch einer. Ah, der hat sich da drin versteckt, die Sau. Okay. Auch nicht schlimm. Das ist in Ordnung. So, wie weit ist es jetzt? Haben wir schon ein bisschen Minus gemacht? Nee. Ich glaube, ich muss vielleicht die auch Siedlung überfallen. Okay, pass auf, dann stellen wir um. Königreich. Dann Diplomatie. Nördliches. Offensiv. Das hier. Erstmal defensiv. Gegen alle. Und wir gehen erstmal offensiv gegen die anderen. Dann will ich nochmal die umstellen, die Truppen. So, Udris. Da neutral. 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 Genau. Dann speichern wir ab. So, als nächstes. Als nächstes machen wir am besten. Ja, die Burg haben wir ja bekommen. Wir könnten den eigentlich da reinschmeißen. Ja, schmeißen wir ihn da mal rein. Ah, der sammelt seine Armee, die Sau. Ich merke schon. Zum Verlies. Gefangene verwalten. Zwei rein da. Fertig. So, dann. Haben wir noch irgendwo Kriege? Ja, im See ist gerade weg. Das wird belagert. Ich hoffe nicht von irgendeinem von den Dullis. Ah, scheiße. Was können wir machen? Yalmaris wurde von denen erobert. Ey, schon wieder ist Yalmaris an jemand anders gegangen. Das kann doch nicht sein. Aber gut. Was könnten wir denn machen? Wir könnten weiter darauf gehen. Das bringt uns aber einen Scheiß. Ah, wo, was kann ich machen, um die zu überzeugen? Diese hier. Verluste machen. Der hat nichts mehr, was ich irgendwie angreifen kann. Eigentlich muss ich hier weiter verfolgen. Dann gehen wir nach da unten. Scheiß drauf. Warte, hier ist noch einer. Das ist ein Dorfbewohner. Ne, Yastion. Den nehmen wir uns. Wir müssen irgendwie doch Schaden machen können, oder nicht? It's been. Weg damit. Er ist auch im Müll. Weg damit. Hast du das jetzt verbessert? Südliche minus 59. Das ist bei minus 100. Penton. Okay, pass auf. Gehen wir weiter und schmeißen die auch da rein. Rebellen in Yalmaris. Oh, ich könnte Yalmaris wieder zurückklauen. Das hole ich mir jetzt. Das macht sowas von gerade Sinn. Burgverwaltung nicht. Zum Verlies Gefangene. Rein mit dir. Gut. Panalea ist eine Pela. Für einen Pehler. Stand er gerade? Achso, der ist entkommen. Ah, ich dachte schon, was das war. Gut, auf zu Yalmaris. Das müssen wir jetzt unbedingt holen. Das ist unser Zeug jetzt auf jeden Fall. Rein da, schnell. Können wir irgendwie Vlandia Frieden schließen? Ich will nur für eine gewisse Zeit Ruhe haben gegen die. Ja, der will wieder Tributzahlung mehr. Er denkt, er kann wieder was machen. Okay. Anscheinend müssen wir ihn wieder auf die Fresse geben. Nur so geht das. Dass er sich einmal ruhig stellt. Dann beeilen wir uns mal erstmal nach da. Wo? Oh, Burg Shanopsis wird durch die Armee Sena vom südlichen Imperium belagert. Sag mal ja. Oh, da ganz hinten, die Kusaiten oder was? Ach Leute. Nervig, ich hoffe die gehen da hin. Come on guys, geht da hin zu zweit. Holt euch das. Sehr gut, ich sehe wie ihr reitet. Ein bisschen falsche Richtung, aber doch, ihr macht's gut.
Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Das ist gut. Ah, was ein schöner Trupp. Geht doch. Ah, das ist jetzt das Problem. Ich kann es halt nicht belagern, ne? Weil ich müsste halt denen den Krieg erklären. Hier. Ach du Scheiße. Königreiche. Ne, so nicht. Ich muss mit N machen. Hauptmenü. Clans. Klein. Rebellen, Rebellen. Auch nicht? So, den will ich den Krieg erklären. Geht das hier? Ne, ich muss mit dem reden. Oh, die kommen an, um das zurückzuerobern. Die Almaris wird nicht meins sein. Ne, wird es nicht. Da gab es leider niemanden dazu, wo ich sage Krieg. Na gut, dann nächstes Ziel. Was können wir machen? Mit nach unten gehen und einfach schon mal blau zerstören. Wenn halt Pink nicht will, dann muss ich halt zuerst blau zerstören. So einfach ist das. Dann gehen wir nach unten. Mir egal. Dann kommt jetzt blau dran. Ne? Oh, der hat angefangen hier zu belagern. Und wieso verteidige ich das niemand? Dann gehe ich dahin. Gut, dann ist es halt so rum. Okay, pass auf. Dann... Das ist da, das ist da, das ist da. Okay. Reiten, reiten, reiten. Come on. Wir dürfen nicht die Burg verlieren. Haben wir die Burg verloren? Haben wir nicht. Hat sie die vertrieben oder was? Oder haben die geschlagen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind hier sehr viele Verletzte. Einmal rein hier. Zum Verlies Gefangene. Sieht super aus. Gut, dann machen wir mal ein paar Gefangene, okay. Die Garnison wurde vernichtet, aber die können sich erholen. Das ist gut. Dann erholt euch mal. Wir kommen bald wieder. Wer wird jetzt belagert? Boah. Ospir. Ah, jetzt wird das belagert. Natürlich, weil ich da nicht da bin. Oh Mann. Ey, das ist so gemein, wenn man halt aus allen Ecken belagert wird, ey. Egal, trotzdem ist auf das. Die Burg können wir ruhig verlieren. Das ist jetzt egal. Diese Schweine, ey. Ihr werdet von mir kein fucking Stück Geld bekommen, ihr Pisser. Ich trete euch in den Grund und Boden, wenn es sein muss. Okay, dann gehen wir weiter. Gehen wir auf Unira, würde ich sagen. Oder Syronea. Ich glaube, Syronea ist besser, weil es näher dran ist. Genau, gehen wir darauf zuerst. Okay, wir sind alle hier unten. Dann versuchen wir unser Bestes. Oh, wow, 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 wow. Manchuk schon wieder. Okay, nächstes Battle. Big Battle. 142. Keine Ruhe hier, ey. Mein Gott, aus allen Seiten kommen die. So, come on, das schaffen wir. Ja, genau, it's been a while. Du Bastard, Junge. Dich hole ich mir jetzt. Jawoll, das wird ein Battle. Speichern. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die mal platt. Versuchen wir es jedenfalls. Aber ich glaube, oh, wobei, aber deren Kavallerie ist auch richtig gut. Fuck it, dass wir jetzt testen. Kavallerie gegen Kavallerie. Oh, jawoll, Junge. Schön auf eine... Oh, Alter, das wird heftig. So. So. Zack, Junge. Okay. Ready to go? Wobei, nicht ganz, nee. Die nehmen wir mit. Zack. Okay, dann. Versuchen wir mal. Was passiert? Follow me! Wir gehen nach vorne. Da hinten sehen wir die schon. Du Scheiße, ey. Ob das gut geht, das weiß ich ja nicht. Oh, der hat gesessen.
Das sind alles Fernkämpfer. Das ist das Gute. Alles Fernkämpfer. Alles Fernkämpfer. Die Dullis. Weg mit denen. Alles nur Fernkämpfer, Jungs. Rein in den Nahkampf. Die können nichts. Den hole ich mir. Ey, der Sidestep ist so... What the fuck? Naruto oder was? Als wenn er Vorrang hat, oder was? Sehr gut, ein paar haben wir. Ein paar haben wir. Boah, der flog. Weg. Vorsicht. Da hinten sind die. Weg. Das Pferd hole ich mir. Weg. Weg. Scheiß Viecher. Mann, die Bäume sind im Weg. 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 Der da muss weg. Komm her, der ist in goldener Rüstung. Der muss weg. Weg. Sehr gut. Das ist aber schlecht. Hier sind überall Bäume. Hier wollen wir eigentlich nicht sein. Okay, weiter, 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 weiter. Jetzt auch noch was? Okay, komm her. Ich komm nicht durch. Einfach alles niederschlachten, was ich sehe. Egal was es ist. Weg mit denen. Ich treffe nichts. So ein Scheiß. Es sind einfach zu viele Pferde überall. So, einmal rum. Tempo mitnehmen. Mitgenommen. Jawoll, da haben wir richtig reingedonnert. Jawoll. Sehr schön. Die Axt funktioniert einfach. Egal wie sie funktioniert. Weg mit dem. Jawoll, Jungs. Da ist noch einer. Nicht getroffen. Zu eng. Da sind noch ein paar. Weg. Mann, ich hasse es, dass er jedes Mal diese Scheißachse immer wieder hin und her swingt, als wenn er irgendwie Super-Aim machen will. Weg damit. Weg. Weg. Den gönne ich mir auch noch. Hab keine Angst, komm her. Eins, zwei, drei, vier... Shit. Weg mit euch, ihr scheiß Pferde. Ich muss ihn hauen. Treffe ich nicht. Den gönne ich mir. Piss dich. Nee, nee, du entkommst mir nicht. Wo wollt ihr hin, ha? Huh? Sehr schön. Wo sind die letzten? In der Mitte? Ja, hier sehen wir noch ein paar. Weg. Genau. Auf da. War schon richtig so. Man trifft die einfach so schwer, ey. Weg.
Sehr gut. Holt euch die Bogenschützen. Die respawnen da wahrscheinlich, deswegen. Weg. Da hinten. Weg. Oh, fuck. Mein Pferd. Weg, 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 weg. Holy shit. Guck mal, er schafft es immer vor mir. Diese Missgeburt-KI, ey. Ich hasse es, dass sie immer Vorrang hat, weil sie alles perfekt macht. Jawohl. Wir haben aber die Hälfte unserer Truppen verloren dafür, ey. Holy shit. Weg. So, haben wir alles? Da hinten sind noch ein paar, da ist noch einer. 18 Leute da, einer da. Okay. 17 Leute noch. Ich bin volle Pulle unterwegs. Willst du mich verarschen? Der müsste doch sterben. Ist er sogar. Oh, holy, das sind die Guten. Ja, das sind die Guten. Ich merke schon die Genauigkeit der Damage. Willst du mich verarschen? Als wenn ich die nicht... Ich hasse das, wenn ich immer gestunt bin, Alter. Willst du mich verarschen, Junge? Schlag zu, du holst doch schon aus, Junge. Pissen, ey. Ich hasse sowas, ne, wirklich. Du holst, du bist mit einer Wucht unterwegs, du bist eigentlich im Vorteil. Er berührt dich nur ganz leicht mit einem scheiß Speer am Fuß oder so und deiner macht... gestaggert oder so. So ein Müll. Aber egal, wenigstens gewonnen. Am Ende zählt nur der Sieg. Sehr schön, wichtiger Sieg, ey. Dreckigen, ey. Von allen Seiten mit tausenden Armeen. Boah, wie viele. So, wir nehmen noch mal ein paar mit, auf jeden Fall. Ganz genau, die... Na, was haben wir für schöne Schätze drin? Oh mein Gott, der ist sogar besser als meiner. Der ist herrschaftlich. Den gucke ich mir mal später an. Gib die ganzen Pferde her. Das Essen auch, genau. Das brauchen wir. Perfekt. So, dann auf zur Stadt. Erstmal gehen wir doch hier hin, damit wir die da abladen können. Holy shit. Nee, nee, hier wird niemand freigelassen. Alles klar, okay. Festung, Verlies, Gefangene. Finde ich gut. Die haben wir alle drin, das ist sehr schön. Perfekt, genau 180. Nehmen wir noch die billigen Troops da raus. Wo sind die? Da. Dann den Rest verkaufen. Sehr schön. Okay, so. Dann müssen wir wahrscheinlich im nächsten Part das weitermachen. Holy shit, da kamen so viele Schlachten dazwischen, dann, die alles nach hinten alles verschieben. Aber gut. Dann nehmen wir halt den nächsten Part Cyrenäa ein. Aira macht schon hier. Die wollen vielleicht sogar das zusammen belagern. Oder die wollen hier mithelfen. Je nachdem. Wir werden aber vielleicht auch da oben was verlieren. Yelmaris wurde immer noch nicht eingenommen. Okay. Die will nach da oben verteidigen. Das ist auch nicht schlecht. Genau. Aber gut, im nächsten Part werden wir versuchen, vielleicht das südliche Imperium zu stürzen. Weil hier läuft gerade irgendwie gar nichts. Vielleicht ist es extra so, dass das das Ende ist. Mal gucken. Also Leute, seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.